Trader. Mit uns hast du gute Karten. Vollkommen tablicher. Ich grüße euch zum ersten Duell oder zum zweiten Duell des heutigen Halloween-Quarantäne-Streams. Der gute Robert wird sich heute mit mir ein paar Gruselduellen halt auch mal stellen. Ja, wir machen jetzt noch zwei schöne Grusel-Matches. Genau, mit zwei entsprechenden passenden Halloween-Themen. Also von daher freut euch da auf ein paar außergewöhnliche Matches des heutigen Tages und dann legen wir einfach mal los, würde ich sagen. Ja, sehr gut. Tja, was wäre ein Halloween-Stream und ein bisschen Horror? Genau. Oh, das ist aber eigentlich schön hier. Ich setze erstmal zwei Karten. Mhm. Dann aktiviere ich mal meine Geistertrick Villa. So, Monster können keine Monster verdeckter Verteidigungsposition angreifen, können dafür aber direkt angreifen. Und falls alle Monster, die du kontrollierst, in verdeckter Verteidigungsposition liegen. Mhm. Falls der Gegner dann jemand kontrolliert. Ja. Kampfschaden von anderen Monstern als Geistertrickmonstern und Effektschaden wird halbiert. Mhm. Also falls der Gegner nur verdeckte Monster kontrolliert, darf der direkt angreifen. Angreifen. Genau. Ich setze mal ein Monster. Ich glaube, da lasse ich mal dich dran. Ich ziehe erstmal eine Karte. Jan, ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür, dass ich mit dem Deck seltsame Sachen machen werde, die du mit Sicherheit nicht verstehst. Ich auch nicht, aber du kannst mir dann ruhig nochmal zeigen, wie das Deck richtig funktioniert. Aha. Gut, ich werde einfach mal nur eine Karte verdeckt setzen. Und dann beende ich meinen Spielzug auch schon wieder. Okay, dann ziehe ich doch mal. Aha. Oh, ich hasse diese Karte. ich habe sie in der Hand, ich finde sie jetzt toll, aber ich habe von der Karte ein richtiges Trauma gekriegt. Danke Christian, danke. So, wenn ich die aufdecke, was passiert denn dann? Schön. Oh, das ist gut. Ich decke mal die Geistertrickpuppe auf. Aha. So, falls sie aufgedeckt wird, dann darf ich während der Endphase so viele offene Monster auf dem Spielfeld wie möglich in die verdeckte Verteidigungsposition ändern und dann ein Geistertrickmonster, deren Stufe kleiner oder gleich der Anzahl der verdeckten Monster ist, als Spezialbeschwörung in die verdeckte Verteidigungsposition von meinem Deck beschwören. Okay. Ich gehe mal in die Battlephase. Und ich greife dich für 300 direkt an. Deckst natürlich alle Monster zu. Ne? Kampfausbilder. Die Frage ist, will ich das? Ich glaube, die 300 Punkte Schaden nehme ich erstmal mit. Das ist erstmal okay. Okay, und dann gehe ich in die Endphase. Uh-huh. Dann kommt der Effekt der Puppe und ich darf eins specialen. Uh-huh. Ein Level 1 Monster. Ein Level 1 Monster, genau. In die verdeckte Verteidigungsposition. Was kann das denn? Na, er wird die von der Hand, ne? Von Handspitze ab schon. Ja, das möchte ich jetzt nicht. Ich glaube, hier Stufe 1er, an letzten Stufe 1er, der ist ja hier gar nicht mehr drin. Ne, dann setze ich einfach mal die Geistertüte Mary. Mhm. Und ja, das war die Endfest. Dann darfst du dir. Dann ziehe ich jetzt meine Karte. Ja. Ah, das ist doch mal interessant. Ich aktiviere meine Einer-für-Einen-Karte. Oh. Indem ich ein Monster abwerfe, darf ich ein Level-1-Monster aus meinem Deck beschwören. Ja. Und ich trenne mich von meinem Vampir-Graf. Ui. Und ja, Conny, ich habe tatsächlich für jedes Deck eine eigene Höhlenfarbe. Ich nicht, dafür habe ich zu viele Decks. Mehr oder weniger. Ich habe dann auch noch verschiedene Höhlenmarken, woran ich die dann wieder unterscheiden kann. Aber Extra-Deck ist bei mir immer gleich, ist immer weiß. Dieses Deck ist nicht von mir übrigens. Schönen Grüße an Christian. Danke, dass du mir das Deck geliehen hast, dass du das so zusammengebaut hast, wie ich das wollte. Und genau, einmal für dir gut spenden. Und ja, ich versuche mein Glück mit dem Deck heute. Und das kriegst du nachher noch wieder. So, ich beschwöre mal meine aufblühende Blüte. Ja, das ist okay. Gut. Dann gehe ich mal in eine Ding 1 Beschwörung. Wenn jetzt ein Baller drauf kommt, dann bin ich aber angepisst. Nein, keine Sorge. Ich spiele extra keinen Zombie-Baller drauf und dann. Nein, keine Sorge, das tue ich dir nicht an. Ich beschwöre nur einen kleinen Link-Ribo. Ich tue dir das jetzt auch noch nicht an. So, dann habe ich den Effekt von aufblühender Blüte. Wenn sie dich auf den Friedhof gelegt wird, darf ich sie aus dem Friedhof verbannen, um mir ein Zombie-Monster der Stufe 5 oder höher von meinem Deck auf die Hand zu nehmen. Und wenn Zombie-Welt liegen würde, dürfte ich sogar speziell beschwören. Ja. So, und da suche ich mir. Die Vampir-Scharlachgeißel. Oh.
Wenn der als normal oder Spezialbeschworen beschworen wird, darf ich 1000 Lebenspunkte zahlen und dann ein Vampirmonster in meinem Friedhof wählen, außer der Vampirschallach Geist und es als Spezialbeschworen beschwören. Aber es darf in dem gleichen Spielzug nicht angreifen. Okay. Außerdem, sollte er ein Monster durch Kampf zerstört haben, dann darf ich am Ende der Battlephase das zerstörte Monster als Spezialbeschworen auf meine Spielfeldseite beschwören. Ja gut, das wird jetzt bei mir ein bisschen schwierig. Das ist richtig. Im Moment noch. Ja. Aber das kann sich ja alles noch ändern. So, dann... aktiviere ich mal meine Wiedergeburt. Und da würde ich ganz gerne mal meinen Vampirgrafen vom Friedhof zurückholen, wenn du dagegen hast. Das ist okay. Schwupp. Dann als nächstes werde ich meinen Ninkuribo als Tribut anbieten. Mhm. Und rufe meine Vampir-Scharlach-Geißel aufs Spielfeld. Ui, ja. Und dann aktiviere ich mal noch mein Vampirrevier. Für den Preis von 500 Lebenspunkten darf ich ein weiteres Vampirmonster als Normalbeschwörung zusätzlich zu meiner regulären Normalbeschwörung halt durchführen. Mhm. Außerdem, sollte ein Vampirmonster dir Kampfschaden zufügen, bekomme ich genauso viele Lebenspunkte zugefügt. Okay. Das ist also das Blutspenden. Da ist das Blutspenden, genau. So, dann würde ich ganz gerne in die Battlephase gehen. Das ist okay. Dann greife ich als erstes... Achso, ich habe den Effekt von meinem Vampirgraf vergessen. Verdammt. Wenn er im Spiel beschworen wird, dürfte ich dir jetzt eigentlich einen Kartentypen benennen und du müsstest eine Karte mit dem entsprechenden Typen auf den Friedhof legen. Na, egal. Habe ich verpennt? Passt schon mal. Ich greife dich mit dem Vampirgrafen mal direkt an. Das ist okay. Dann verlierst du 1000 Lebenspunkte ja. Und ich bekomme 1000 Lebenspunkte. Das ist okay. Ja, und dann greife ich mit der Vampir-Scharlach-Geißel deine Lebenspunkte direkt an. Dann würde ich gerne den Effekt meiner Geistertrick-Laterne aktivieren. Oh. Nämlich, wenn ein Monster eines Gegners einen direkten Angriff deklariert oder wenn ein Geistertrick-Monster, das du kontrollierst, als tiefer Angriff gewählt wird, kann ich den Angriff annullieren und diese Karte in Spezialbeschwörung in die verdeckte Verteidigungsposition beschwören. Mhm. Ja. Tja. Ja, damit annulliere ich deinen Angriff. Dann ist das wohl leider so. Mhm. Dann ist das leider so. Ja, tja. Nichts zu machen. Gibt es keine Punkte für dich? Nee, im Moment nicht. Ja, dann ja, gehe ich mal in die Main-Phase 2 und dann beende ich meinen Spielzug. Alles klar, dann ziehe ich doch mal. Oh, ist das schön. Ich setze erstmal eine Karte. Aha. Und ich glaube, ich aktiviere dann einfach mal verbergende Schwerter. Autsch. So, dann muss ich mal in mein Extra-Deck gucken. Oh, das ist egal. Aber die kann doch noch was. Okay, dann flippe ich mal meine Laterne auf. Aha. Und meine Mary. Mhm. Und dann mache ich daraus mal eine Exis-Beschwörung. Ja. Hier hinten. Auf den guten Geistertrick Dallahan. Aha. So, im Sammeleffekt könnte ich jetzt ein offenes Monster wählen und dem 1000 und die Angriffspunkte halbieren, aber das, du kennst, was man saß. Dafür müsste ich ein Material abhängen, aber ich mache einfach weiter mit einer Exis-Beschwörung. Boah, ich ahne, was nämlich kommt. Zu einem Geistertrick-Engel des Schabernacks. So, willst du also Schabernack betreiben? Genau. Und zwar kann ich ihn einfach als Exis-Beschwörung beschwören, indem ich deine Geistertrick-Exis-Monster, was ich kontrolliere, als Exis-Material wähle. Das Material bleibt natürlich dran. Wenn die Exis-Material, das an dieser Karte angehängt ist, zu 10 wird, dann gewinne ich das Duell. Das passiert, glaube ich, nie. Einmal pro Spielzug kann ich ein Material abhängen und dann eine Geistertrick-Zauber- oder Feindkarte vom Deck hinzufügen. Aha. Und ebenfalls einmal pro Spielzug kann ich eine Geistertrick-Karte von meiner Hand als Exis-Material hieran anhängen. Mhm. Und ich würde, glaube ich, den ersten Effekt mal machen wollen, einen abhängen, um mir eine Geistertrick-Zauber- oder Feindkarte zu suchen. Mhm. Was haben wir denn hier so Schönes drin? Oh, die Karte ist gut. Ja, ich nehme mal das Geistertrick Erschrecken. Damit könntest du ein Monster verdecken und dann ein anderes Monster auf der anderen Seite dann aufdecken und andersrum, ne? Eine beliebige Anzahl. Also, okay. Auf beiden Seiten aber gleich. Aha. Ja. So, dann bekommst du das. So, dann gehe ich mal in die Battle Phase. Mhm. Greife dich mal für 2000 Punkte direkt an. Hm,
Danach komme ich aber noch auf die Angriffsdeklaration, den Effekt von meiner Vampirfräulein. Oh. Wenn ich einen Angriff deklariere, darf ich die gute Dame als Spezialbeschwörung beschwören. Und während der Schadensberechnung darf ich ein Vielfaches von 100 Lebenspunkten bezahlen, aber maximal 3000. Mhm. Und dann die Punkte von einem Vampirmonster, das kämpft, um genau die Anzahl Lebenspunkte, die ich bezahlt habe, halt erhöhen. Okay. So, erstmal beschwöre ich die gute Dame. Nee, das... Dann greife ich aber nicht weiter an. Dann gehe ich aber mal in die Main Phase 2. Aha. Und ich decke mal meine Puppe auf. Darauf habe ich gewartet. Ich aktiviere Superpolymerisation. Oh. Ich trenne mich von meinem Buch des Lebens und möchte gerne deine Puppe und deine geisterträchtige Schabernacks einmal fusionieren. Alles klar. Und dann begrüßen wir einmal den Hungergift-Fusionsdrachen. Alles klar. So, ja, dann gehe ich in die Endphase. Dann aktiviert sich der Effekt von Puppe. Und deine beiden Monster werden verdeckt und ich darf eine Stufe 2 oder niedriger Geistertrickmonster in verdeckter Verteidigungsposition beschwören. Mhm. Das Schwert sagt, dass ich auch die Monster nicht aufdecken darf. Du darfst genau die Kampfposition nicht ändern. Genau. Stufe 2 oder niedriger, was nehme ich denn da? Was kann ich denn? Oh, das ist cool. Ich setze die Fee. Mhm. So. Dann darfst du. Und dieser stört sich während der zweiten Standby-Phase, nach der Aktivierung. Deiner zweiten Standby-Phase? Meiner zweiten Standby-Phase, okay, ja. Gut. Dann ziehe ich erstmal eine Karte. Ich aktiviere mein törichtes Begräbnis. Ui, ja. Mhm. Ist die Frage, ob ich überhaupt was im Friedhof liegen, was in dem Linkoribo? Nein, habe ich nicht. Was werfen wir uns denn da mal Schnuckeliges rein? Ach, warum eigentlich nicht? Ich lege eine aufblühende Blüte rein und aktiviere direkt mal den Effekt der Blüte. Ja. Dann suchen wir uns doch mal wieder einen Zombie der Stufe 5 oder höher. Dann nehme ich doch meinen Vampir-Rot-Baron. Ui. Ich kann einmal pro Spielzeug 1000 Lebenspunkte bezahlen und dann ein Monster, das ich kontrolliere, wählen. Ich vertausche die Kontrolle mit meinem Monster und einem deiner Monster. Also nehme ich halt... Das ist das Monster, was du wählst damit. Genau. Mhm. Also ich hätte jetzt auf beiden Seiten ein Monster und tausche die Kontrolle. Ja. Und am Ende der Battlephase sollte ein Monster durch Kampf zerstört haben, darf ich es als Spezialbeschwörung auf meine Spielfeldseite beschwören. Egal von welchem Friedhof es kommt. Okay. So, ich weiß natürlich, dass du deinen Geister... Ach, du hast einen Schrecken noch auf der Hand. Das ist natürlich nett. Dann machen wir das folgendermaßen. Ich biete meinen Vampirgraf mal als Tribut. Und dann beschwöre ich meinen Vampir-Rotbaron. Mhm. Dann aktiviere ich den Effekt vom Vampir-Rotbaron. Ich wähle dein verdecktes Monster und das verdeckte Monster und will gerne die Kontrolle einmal tauschen wollen. Für den Preis von 1000 Lebenspunkten. Ja, das ist okay. Hast du mir jetzt diese komische Scharlachgeißel gegeben? Richtig. Ah, das will er jetzt durch Kampf zerstören und dann. Na gut. Kannst du ja nicht. Zerstören kann ich hier gerade noch nicht. Da ist die Villa noch gerade ein bisschen im Weg. Aber ich gehe mal in die Battlephase und greife die mal mit 2400 Punkten direkt an. 1200, aber ja. Ja, aber ich. 1200 Schaden, ja. Genau. Und dann aktiviert sich noch mein Vampirrevier und ich bekomme 1200 Lebenspunkte obendrauf. Das ist okay. Tja, dann soll das erstmal für den Moment gewesen sein. Alles klar. Dann zieh ich doch mal. Mhm. Yep. Tick, tack, tick, tack. Ah, was mache ich jetzt mit der Karte? Okay. Die Kontrolle bleibt aber so, ne? Die bleibt so, ja. Das ist okay. Ich glaube, dann lasse ich dich einfach mal weitermachen. Okay, dann zieh mal eine Karte. Hm. Aber später vielleicht. Geh mal in die Battlephase und greif dich mal direkt an. Das ist okay.
Dann verlierst du wieder 1200 Lebenspunkte und durch mein Vampirrevier bekomme ich wieder 1200 Lebenspunkte. Ach, ist das schön. Hat schon ein bisschen was von metaphysisch. Ja, so ein bisschen. Tja, ich denke, das sollte für den Moment erstmal genügen. Schreibt der Jan da noch? Ich hab's nicht gesehen. Nein, es ist weg. Okay, dann zieh ich doch mal. Gut, und dann verschwinden jetzt die verbergenden Schwerter. So ein Pech aber auch. Tja. Ja, dann kann ich mal noch eine Karte setzen. Jetzt gehen mir langsam die Monster aus. Mikro hängt noch. Habe ich denn gerade Aussetzer oder? Ne, dieses Mikro muss einfach so. mit der komischen Maske hört sich das einfach seltsam. Ja, das ist der Mikro-Effekt, der Maskeneffekt. Genau. So, da kann ich dann leider tatsächlich nichts tun und dann muss ich leider nicht dran lassen. Mir fehlen nämlich ein wenig die Monster. Gut, dann ziehe ich meine Karte. Oh, auch nicht schlecht. Dann setze ich meine Karte und dann gehe ich mal in die Battle-Phase. Ja. Und dann greife ich mit dem Vampirrot auch immer wieder deine Lebenspunkte direkt an. Also langsam finde ich das aber nicht mehr gut. Tu doch was dagegen. Alles klar, Nageldecke. Uff. Die Karte kann ich nur aktivieren, wenn sich vier oder mehr Monster auf dem Spielfeld befinden und dann werden alle offenen Monster auf dem Spielfeld zerstört. Boah, das ist nicht nett. Du hast auch nicht alles verdient, so. Tja, schade, dann muss ich meinen Spielzug leider für den Moment beenden. Das ist gut. Zieh ich doch mal. Oh, die wär vorher super gewesen. Aber ich kann mal eine Karte setzen. Irgendwas Böses passiert, wenn ich die aufflippe, sonst hättest du mir die nicht gegeben. Nö, eigentlich nicht. Ich bin mir da nicht so sicher bei dir. Ich flippe die aber einfach mal auf. Und dann gehe ich damit in die Battle Phase. Ja. Und greife dich damit direkt an. Ja, ist in Ordnung. Kriegst du 1100 Punkte Schaden. Ja, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Ja gut, dann viel mehr kann ich dann leider nicht machen. Und dann darfst du. Dann ziehe ich erstmal eine Karte. Oh, das ist wunderbar. Das ist herzallerliebst. Ich aktiviere das Buch des Lebens. Oh. Jetzt darf ich ein Zombie-Monster in meinem Friedhof wählen und ein Monster in deinem Friedhof. Und mein Zombie-Monster beschwöre ich und dein Monster vom Friedhof verbanne ich. Ja. Ich möchte ganz gerne meinen Vampir-Rotbaron einmal zurückholen. Ich befürchte, was möchtest du denn von mir verbannen? Den Engel des Schabernacks. Hast du Angst, dass der wiederkommt? Vielleicht. Okay. Dann sag ich mal Hallo, Rotbaron. Dann denke ich mal die Battle-Phase. Und dann greife ich mit dem Rotbaron einmal deine Vampir-Scharlach-Geißel an. Das kann ich leider nicht verhindern, das ist okay. Gut, dann verlierst du 100 Lebenspunkte. 100, genau. Und dann gehe ich ans Ende der Battle-Phase. Am Ende des Damage-Steps aktiviert sich aber der Effekt meiner Geistertrick Mary. Falls ich Schaden erhalte, kann ich die Karte abwerfen, dann ein Geistertrick-Monster als Spezialschirm vor meinem Deck beschwören, die verdeckte Freihandsposition. Und dann mach das mal. Was möchte ich denn da eigentlich jetzt haben? Ich glaube, den Gangshi. Gut, dann gehe ich ans Ende der Battle-Phase und aktiviere den Effekt von meinem Rotbaron und hole mir die Vampir-Scharlach-Geißel einmal zurück. Das ist okay. Also, ich bekomme übrigens noch 100 Lebenspunkte durch das Revier. Ja. Weil ich dir 100 Punkte Schaden zugefügt habe. 100 Punkte Schaden. Tja, besser als gar nichts. Ja, stimmt. Ja, und dann decke ich doch mal spaßeshalber meinen Vampirfräulein und meinen Hungergift-Fusionsdrachen mal wieder auf. Oh. Schaden kannst du nicht, ne? Stimmt, stimmt. Ich denke, das dürfte für den Augenblick erstmal genügen. Okay, dann zieh ich doch mal. Ah, das ist witzig. Das ist einfach nur witzig. Probier ein Schwerter. Echt jetzt? Ja, also das den Duell-Rekord von Jana und Jan, das schaffen wir heute. Wenn du so weitermachst, schon. Dafür ist das Deck gemacht. Das ist richtig. So, das ist doch gar nicht so schlecht. Ich deck da mal Yangshi auf. Und dann darf ich meine Hand ein Geistertrickmonster vor meinem Deck hinzufügen. Das ist eine Stufe kleiner oder gleich der Anzahl Geistertrickmonster, die ich kontrolliere. Dann suche ich doch mal. Ein weiteres Level 1
Genau. Monster. Ich nehme hier diesen coolen Typen, der ist nämlich voll nett. Gespenst. Der lächelt auf jeden Fall freundlich. Ja, der ist voll süß. So, Gespenst kommt auf die Hand. Und ich glaube, dann aktiviere ich den Effekt von Yangshi mal und setze sie. Ich hätte schon noch angreifen können. Ah, die paar Punkte. Dann darfst du mal. Dann ziehe ich meine Karte. Aha. Tja, da ich meine Monster gerade nicht aufdecken darf, werde ich einfach meinen Spielzug-Quiz erst wieder beenden. Das ist schön. Aha. Ja, Dirk, ich vergesse das nicht. So, ich decke nochmal wieder Yangshi auf. Aha. Und würde gerne nochmal suchen. Ja, mach mal. Und ich nehme mir dann mal eine Laterne. Laterne, ja. Sonne, Mond und Sterne. Das ist das Halloween-Thema schlechthin. Ja. So, dann darf ich den jetzt, dann beschwöre ich den aber als Normalbeschwörung. Mhm. Und dann drehe ich bitte sie beide mit ihrem Effekt um. Mhm. So, und dann darfst du. Dann zieh ich mal. Ja. Nett, aber gerade nicht wirklich zu gebrauchen. Ich beende meinen Spielzug. Okay. Bye-bye, Schwerter. Ja klar, jetzt zieh mal eine Laterne hinterher. Ne? Ja. So muss das. Ich decke mal mein Gespenst auf. Aha. Dann normal beschwöre ich eine Laterne, weil darf ich nur als Normalbeschwörung beschwöre ich ein Gästerecken und so kontrollieren. Aha. Und dann decke ich Yangshi auf. Jetzt darfst du dir ein Level 3 sogar noch suchen. Genau, bis zu Level 3. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, ich glaube, das Skelett ist zu gefährlich für dich. Das wäre dir zu viel Vorteil. Ich glaube, ich nehme mal den Stein auf die Hand. Stein ist fein. Das sagst du jetzt noch. Hm. So, dann decke ich mal die Yangshi wieder zu. Mhm. Und aus den anderen beiden mache ich eine Exis-Beschwörung. Hm. Zum guten Geistertrick Dallahan. Mhm. Und dann mache ich mal einfach weiter. Noch ein Engel des Schabernacks. Ja, Geistertrick Engel des Schabernacks. Und dann gehe ich mal in die Battleface. Ja. Würde ich gerne für 2000 mal direkt angreifen. Ja, da habe ich dummerweise keine Einwände. Und ja, dann. So, was konnte diese Karte? Das ist schön. Dann lasse ich, glaube ich, mal dich dran. Gut, dann ziehe ich erstmal eine Karte. Möchtest du denn das Standby-Face was aktivieren? Nein, erstmal noch nicht. Ich aber. Das habe ich mir gedacht. Eine Geistertrick-Nacht. Oh nein. Also, solange ein Geistertrick-Monster auf dem Spielfeld befindet, kann dein Gegner, also du, keine Monster als Flip-Beschwörung beschwören. Wenn die Karte durch einen Karteneffekt von dir zerstört auf den Friedhof gelegt wird, dann kannst du für den Rest des Spielzugs keine Angriffe deklarieren. Boah. Das ist gerade ein bisschen unbefriedigend. Ich habe normalerweise ziemlich viele High-Level-Monster und ich habe gerade kein einziges auf der Hand. Schön. Ach, verdammt, ich beende meinen Spielzug. Das ist gut. Dann ziehe ich doch mal. Aha. Die Karte brauche ich jetzt nicht. Die mache ich jetzt auch trotzdem mal. Landform. Okay. Ja, ein bisschen Deck ausdünnen. Aha. Geistertrick Villa. So. So, dann normal beschwöre ich mal meinen Geistertrick Stein. Mhm. Dann decke ich mal meinen Yangshi auf. Mhm. Da würde ich gerne suchen mit Yangshi. Mach mal. Also langsam kommt das Deck in Fahrt. Das dauert immer so ein bisschen. Ja, genau, das braucht halt ein bisschen. Ich suche mir eine Fee. Mhm. So, der Yangshi ist mir ein bisschen zu wichtig, deswegen setze ich den wieder. Ich weiß ja nicht, was du sonst auch so hast. So, dann gehe ich mal in die Battle Phase. Mhm. Und dann werde ich mal für 2000 Punkte direkt angreifen. Mhm. Und dann nochmal für 1600. Dann aktiviert sich der Effekt meines Geistertricks Steins. Nämlich, wenn er dir Kampfscharen zufügt, dann darf ich mir eine Geistertrick-Zauber- oder Fallenkarte vom Deck auf die Hand nehmen. Okay. Ich nehme jetzt einfach so viele, bis ich bei Engel des Schabernacks aber bei 10 bin. Ich glaube, ich mir noch einen Geistertrick erschrecken. Mhm.
Und dann im Main Phase 2. Ich habe so viele Karten auf der Hand. Ich drehe mal den Stein um. Mhm. Ja, und ich glaube, dann lasse ich mal dich dran. Dann zieh ich mal. Tja, das Problem ist, dass du einfach jetzt mal das Feld einfach wieder zudecken kannst jederzeit. Mhm. Das ist nicht so nett. Ah, Robert, was mache ich mit dir? Gib einfach auf. Nee, so einfach mache ich es dann doch nicht. Okay, dann nicht. Uff. Ich versuche es trotzdem mal. Ich werde mein Vampirfräulein als Tribut anbieten und dann beschwöre ich einfach ein neues Vampirfräulein. Okay. Das ist interessant. Dann würde ich ganz gerne in die Battlephase gehen wollen. Und dann würde ich ganz gerne mit meinem Vampirfräulein einmal deinen Geistertrick Engel des Schabernacks angreifen. Auf die Angriffsdeklaration. Die werde ich meinen Geistertrick erschrecken. Ich decke auf. Ja, meinen Yangshi. Und zähle dann, wie viel ich habe. Eins und würde dann ein Monster von dir verdecken. Und dann aktiviert sich auch der Effekt des Yangshis und darf noch suchen. Dann such mal ein Monster der Stufe 2 oder niedriger. Ja, da habe ich doch bestimmt was von. Mit Sicherheit. Ja, guck mal hier, so eine schöne Puppe. Oh, langsam wird mein Deck aber auch immer weniger. Aber wird wahrscheinlich nicht schnell genug weniger. Nee, wahrscheinlich nicht. Außer ich würde auf einmal jetzt mit Kartenzerstörung oder so um die Ecke kommen. Das würde mich bei dir nicht wundern. Du machst sowas. Ich beende meinen Spielzug. Okay, dann ziehe ich meine achte Handkarte. Oh, die ist schön. Ich decke mal meinen Stein auf. Ich setze ein Monster. Setze hier hinten eine Karte. Ich decke meinen Yangshi mit seinem Effekt zu. Und dann gehe ich mal in die Battle Phase. Ja. Dann greife ich mal für 1600 direkt an. Ja, den Schaden nehme ich. Den Effekt des Steins würde ich aber nicht benutzen. Und dann für 2000 direkt. Und dann reicht es auch schon. Sehr schön, sehr schön. So wollen wir das doch. Ja, wenn man nur Low-Level-Monster zieht, dann ist das gerade ein bisschen so. ich habe noch genug gehabt, womit ich dich noch wieder ärgern konnte. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Jetzt kriege ich wenigstens meine Fee wieder. Die Fee wäre so schön gewesen, dann hätte ich mir den Engel des Schabernacks wiederholen können. Aber nein. Ja, aber klaut er mir dann ein oder andere Verband, der. Böser, böser Dirk. Ich bin doch nicht böse, hallo. Was denkst du denn von mir? Also, deinem Gesicht zu urteilen, bist du ziemlich böse. Ja, jetzt hätte ich wieder nur auf mein Gesicht reduziert. Du bist nicht der nette Knochenmann von nebenan. Ich bin absolut der nette Knochenmann von nebenan. Okay. Muki Maki ist auch noch da, er hat es auch noch geschafft. Lord Dirkula. Also müsst gemäß diesem Fall, das würde mal irgendwann vorkommen, wovon ich mal ausgehe, das wird nicht passieren, dass irgendjemand sowas wie Wandelnde Mumie oder sowas spielt, müsste man tatsächlich in der Situation die Karte, die man vom Gegner bekommen hat, dann halt farblich mit einer Höhle aus dem eigenen Deck quasi halt austauschen und dann damit den Effekt halt anwenden, theoretisch. Aber das ist so ein Fall, der wird niemals eintreten, weil keiner solche Karten spielt. Nee, wahrscheinlich nicht, ne. Und wenn doch, dann, ja. Gibt's einfach eine Warning, weil da darfst du nicht, du hast eine andere Höhlenfarbe auf dem Ne, das ist ja nicht mal, das ist ja nicht mal richtig. Aber theoretisch müsste man dann eigentlich die Karten umhüllen. Eieiei. Dirk, wer soll denn anfangen? Spielt, glaube ich, keine großartige Rolle bei unseren beiden Decks. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, ich lasse dich trotzdem mal anfangen. Das ist aber lieb von dir. Ich weiß. Ab und zu bin ich mein lieber Dämon. Zu dem Geistertrick-Deckprofil, da müsstest du dann mal Christian fragen, der sollte das dann vielleicht einmal... Kann er mit Sicherheit mal erstellen und dann verlinken unter der Wiederholung. Oder ich mache das nachher noch, dass ich mir das schon mal erstelle.
Mhm. Irgendwie sowas, ja. Oh, das ist aber eine schöne Hand. Ich fange mal an mit dem Tuff der Gegensätzlichkeit. Mhm. Im ersten Zug absolut wunderbar, ja. Ja, doch. Ich glaube, ich nehme mir mal die Geistertrickpuppe. Mhm. Leider habe ich dann den... Der ganze Rest ist nicht ganz so schön. Ich setze nur mal ein Monster und dann darfst du. Gut, dann ziehe ich erstmal eine Karte. Stimmt. Lebenspunkte nicht vergessen. Stimmt, da war ja was. Dann fange ich doch mal an mit einem Zombie des Gleichklangs. Da möchte ich mal seinen ersten Effekt und möchte ganz gerne einen Zombie-Monster von meinem Deck auf den Friedhof schicken und sein Level mal um 1 erhöhen. Das ist okay. Da nehme ich mir... die Vampir-Scharlach-Geißel. Ui. Dann... aktiviere ich töricht das Begräbnis. Mhm. Und werfe mir... eine Blüte auf den Friedhof. Nee, die wird mir jetzt aber gerade nicht mal so wirklich viel bringen. Ich lege mal eine von Vampir-Rotbaron auf den Friedhof. Ja. Der rote Baron. Mhm. Dann aktiviere ich Wiedergeburt. Ja, ja, aber klar, natürlich. Ich hole mir Vampir-Scharlachgeißel zurück und aktiviere für 1000 Lebenspunkte seinen Effekt und möchte ein weiteres Vampirmonster im Friedhof zurück aufs Spielfeld holen. Ja. Jetzt 6er Exis und dann. Ne, brauchst du wahrscheinlich gar nicht drüber her. Ach komm, du hast doch irgendwas auf der Hand, um das zu verhindern. Vielleicht, vielleicht nicht. Gucken wir mal. Könnte tatsächlich was ein Schnuckeliges bauen. Aber vielleicht später. Ich gehe jetzt erstmal in die Battle-Phase. Ja. Dann würde ich ganz gerne mit Vampir-Schallach-Geißel mal dein verdecktes Monster angreifen wollen. Das ist mein Yangshi, dann würde ich gerne vorher nochmal suchen, bevor es zerstört wird. Mhm, das passt. Stufe 1 oder niedriger. Mhm. Aber was brauche ich denn da jetzt? Nee, ich nehme das Gespenst. Aha. Der konnte auf einen direkten Angriff sich schützen, ne? Oder nee, das war die Laterne. Ach so. Das Gespenst, wenn du was zerstörst, oder... wenn du ein Gastartig mit dem Karten-Effekt oder nicht kämpft, zerstört auf den Friedhof... Also dann kannst du den beschwören, okay. Kann ich nämlich jetzt direkt auf die Zerstörung von den Yangshi beschwören. Zitze. Genau, dann beschwöre ich mein Gespenst und darf dann sogar noch eine Karte ziehen. Ja, dann kommt einfach mein Zombie des Gleichklangs mal kurz vorbei. Ja, da kann ich leider nichts gegen tun. Und dann kommt ich meinen Vampir-Rotbaron nochmal direkt besuchen. Und während der Schatzberechnung aktiviere ich noch meinen Zombie-Machtkampf und gebe meinem Baron nochmal 1000 Angriffspunkte obendrauf. Das ist okay. Du meinst, dass die 1000 Punkte so wichtig sind? Langfristig bestimmt. Kurzfristig eher weniger. Ja. Dann kriege ich aber den Effekt von Geistertrick Mary. Mhm. Ich darf sie abwerfen, dann ein Geistertrick Monster Spezialschiff von meinem Deck in die verdeckte Verteidigungsposition beschwören. Mhm. Wo haben wir denn die, die ich jetzt haben wollte? Geistertrickpuppe. So, dann gehe ich jetzt Ende der Battle-Phase und durch den Effekt von der Vampir-Scharlach-Geißel darf ich mal eben deinen Yangshi bitte mal auf meine Spielfeldseite beschwören. Ja, mach das. Meins. Schwupp. So, dann gehe ich mal in die Main-Phase 2. Mhm. Und dann passieren jetzt mal lustige Dinge. Da ich ein Monster von dir übernommen habe, quasi, darf ich ihn jetzt als Level 6 behandeln, wenn ich nämlich als Exis-Beschwörung zusammen mit meiner Vampir-Shadow-Geißel. Ui. Dann gleich noch Synchro 10 oder so. Bei einer Exis-Beschwörung? Bestimmt nicht. Nee, danach dann noch Synchro 10. Achso, danach, 10. Ja. Ich rufe Dampir-Vampir-Sheridan.
Wie gesagt, wenn ich den, wenn ich eins deiner Monster quasi als Material hernehme, darf ich ihn als Level 6 behandeln. Deswegen darf ich ihn auch mit unterschiedlichen Stufen halt beschwören. Mhm. Einmal pro Spielzeug darf ich ein Material abhängen und eine Karte bei dir werden sie auf den Friedhof legen. Und das tue ich jetzt auch mal, indem ich einfach den Yangshi abhänge. Lege ich dir die Puffer auf den Friedhof. Das ist schade. So, außerdem. Einmal pro Spielzeug, falls ein oder mehr Monsterkarten durch einen Karteneffekt vom Spielfeld auf den Friedhof des Gegners gelegt werden oder ein Monster durch Kampfstunden auf den Friedhof gelegt wird, darf ich ein Material von dieser Karte abhängen und eines dieser Monster als Spezialbeschwörung auf meine Spielfeldseite beschwören. Jo. Ich glaube, das mache ich mal. Gib mal dein Püppchen her. Die Puppe? Aha. So, was machen wir denn mit dem Püppchen mal? Einfach noch eine 6er-Exis. Das wäre jetzt einfach. Ich nutze mal den zweiten Effekt von Zombie des Gleichklangs, indem ich meinen Vampirjäger abwerfe, erhöhe ich sein Level nochmal um 1. Mhm. Dann ist er jetzt Level 5. Und dann mache ich eine Synchro auf Stufe 7. Und dann rufe ich den rotäugigen Zombie-Nekrodrachen. Der bekommt 100 Angriffspunkte für jedes Zombie-Monster auf dem Spielfeld und in beiden Friedhöfen. Das braucht nicht mal Zombie-Monster. Das ist richtig gut. Das ist gut, ja. Weil die sind ja kein Zombie. Die sind ja. Die sind alle alles. Also Zombies sind, glaube ich, auch dazwischen. Genau, die haben Zombie dabei, aber. Ja, aber den ist gerade nicht auf dem Friedhof. Genau. So, das heißt, er bekommt schon mal 600 Punkte per se obendrauf. Mhm. Und wenn ein anderes Zombie-Monster durch Kampf zerstört wird, dann darf ich ein Zombie-Monster als Spezialbeschwörung von einem beliebigen Friedhof beschwören. Ja. Ja. Ich glaube, für den Augenblick sollte das erstmal reichen. Ja, für den Augenblick. So, jetzt. Oh, die Karte wollte ich jetzt nicht. Ach, Dirk, das ist schwierig so. Ich setze mal 2 Karten. Mhm. Und dann darfst du. Dann ziehe ich meine Karte. Oh, schön. Ich setze meine Karte. Dann gehe ich mal in die Battle-Phase. Ja. Und dann greift mein Vampir-Rotbaron mal dein verdecktes Monster an. Das ist die Puppe, ne? Die hat sich Effekt. Uh-huh. Der kommt dann erst in der Endphase. Ja. Dann greife ich dich mit dem Vampir, Dampir Vampir Sheridan mal direkt an für 2600 Punkte. Aktiviert sich der Effekt meiner Geistertrick Laterne. Ich darf den Angriff annullieren und die in verdeckter Verteidigungsposition spezial beschwören. Uh-huh. Ja, dann greifen wir auf meinen rotäugigen Zombie Nekrodrache mal dein verdecktes Monster an. Och, so eine Laterne, war ein Zufall. Ich kann aber nicht so hier aufgedeckt werden, ne? Nee, mehr kann ich nicht. Gut, dann am Ende der Battle-Phase nutze ich den Effekt von meinem Rotbaron und möchte gerne ein Püppchen mal auf meine Spielfeldseite beschwören. Das ist okay. So. Dann überlagere ich mal die beiden Kollegen. Mhm. Und rufe einfach einen weiteren Dampir-Vampir Sheridan. Und nutze auch direkt mal wieder den Effekt und lege dann verdeckte Karte mal auf den Friedhof. Denn er kann eine beliebige Karte auf den Friedhof legen. Das ist jetzt nicht ganz so tragisch, das ist eine geistertrick Nacht. Ja, und dann geht's in die Endphase. Ja, dann kommt der Effekt der Puppe und deckt alles von dir zu. Und alles auf dem Feld. Das ist leider richtig. Und dann darf ich Spezialbeschwören. Stufe 3 oder niedriger. Nee, Spezialbeschwören, ne? Mhm. Ja. Dann mache ich das doch mal. Was will ich denn da jetzt eigentlich haben? Das ist aber schwierig. Eigentlich bleibt da nur noch ein Yangshi über. Aha. Und dann zieh ich doch mal. Die Karte ist jetzt nicht ganz so schön gegen dein Deck, aber ja. Die setzen wir dann mal. Dann decke ich mal den Yangshi auf und würde gern suchen. Mhm, mach mal. Das Gespenst. Buhu, buhu. Der so süß guckt. Ich finde den voll niedlich. Das ist Buhu. Ja. Gestrig Gespenst. So. Dann setze ich noch ein Monster, decke die wieder und dann darfst du. Dann ziehe ich jetzt meine Karte.
Stemperphase, Mainphase. Ist okay. Dann decken wir mal meine Monster wieder auf. Nein, hab ich. Doch, Yangshi ist tatsächlich ein Zombie, also kriegt er einer 700 Angriffspunkte dazu. So, ich weiß jetzt nicht, wie viel es jetzt mittlerweile ist, aber. Genug. Muss man zählen. Wenn es denn wichtig wird. Ja, ich habe jetzt 3. Wir zählen einfach gleich, wenn es dann relevant wird. Ja. So, dann aktiviere ich den Effekt von Vampir Sheridan und lege mal die Karte auf den Friedhof. Das ist mein Skelett. Das ist diese Runde auch Zombie. Sehr schön, das ist doch wunderbar. Ja, dann rufe ich doch einfach als Normalbeschwörung meinen Vampirvertrauten aufs Spielfeld. Wenn der speziell beschworen wird, darf ich 500 Lebenspunkte zahlen, um meiner Hand ein Vampirmonster von meinem Deck hinzuzufügen, außer den Vampirvertrauten selber. Und falls er am Friedhof liegt, darf ich eine Vampirkarte abwerfen, um ihn dann von dort aus speziell zu beschwören. Mhm. So. Dann Yangshi, wie viele Verteidigungspunkte hat der? 1800, glaube ich. Ja, stimmt. Ja, dann gehe ich mal in die Battlephase. Dann greife ich mit dem Vampir Sheridan mal dein verdecktes Monster an. Das ist Yangshi, dann darf ich wieder suchen. Ich aktiviere Vampirherrschaft. Wenn ich ein Vampirmonster kontrolliere und ein Effekt aktiviert wird, also Monsterzauber der Falle, dann darf ich den Effekt annullieren. Und sollte ich einen Monstereffekt annullieren, dann bekomme ich sogar noch Lebenspunkte in Höhe der Angriffspunkte deines Monsters. Aber da das ein Damage Step ist, kannst du ihn nicht aktivieren. Das ist eine Konterfalle, die darf ich aktivieren. Oh, das habe ich von hier aus nicht gesehen. Alles klar. Dann darf ich nicht suchen. Und ich bekomme 400 Lebenspunkte. Ja, aber dann kommt der Effekt von meinem Gespenst. Weil ein Geistertrickmonster durch Kampf oder Karteneffekt zerstört wurde und Friedhof gelegt wurde, dann darf ich die Spezialbeschwörung unten. Geht der im Damage Step? Ja, weil die. Oh ja, stimmt. Ja. Ja, ja. Und dann darf ich noch eine Karte ziehen. Ja. Dann. Wie viele Verteidigungspunkte hat das Gespenst? 600? Null. Null, okay, dann kommt mein Vertrauter vorbei. Ja. So, dann habe ich noch den zweiten Dampir-Vampir Sheridan, den ich direkt angreifen möchte. Das ist okay. So, da ich Schaden bekomme, darf ich den Effekt von Geistertrick Mary aktivieren. Und darf ich dann eins vom Deck Spezial beschwören. In die Verteidigungsposition. Was nehmen wir denn da? Wenn wir noch einen Yangshi und dann gleich nochmal suchen. Ne, warte, Yangshi ist Hard Ones per Turn. Das ist doof. Ich setze mir die Fee. Die wird aber nicht lange bleiben. Angriff mit dem Nekrodrachen. Ja, lass mich doch erstmal hier die Wäsche hin. Gut, dann aktiviert sich auch der Effekt der Fee. Zwar, wenn die aufgedeckt wird, dann darf ich ein geistertrick Monster in meinem Friedhof wählen, eine geistertrick Karte und sie auf das Spielfeld setzen. Und dann kann ich, offene Monster, die dein Gegner kontrolliert, bis zur Anzahl der gesetzten Karten, die ich kontrolliere, in die verdeckte Verteidigungsposition ändern. Pfui. Das ist schön. Was setze ich denn dann da? Ich glaube, ich setze mir dann mal einen Yangshi. Dann darf ich noch zwei ändern. Und wenn ich jetzt den ändere, dann ist die Schadensberechnung dann trotzdem durch, oder ist die dann... Die Schadensberechnung haben wir ja quasi schon. Ja. Wir sind ja schon in der Schadensberechnung. Dann setze ich hier trotzdem die beiden. Dann geht die Fee leider drauf. So. Dann gehe ich mal in die Mainphase 2. Und dann mache ich mal eine Link-1-Beschwörung. Eine Link-Oribu. Ja, der kann dich vielleicht ein bisschen nerven sogar. Ui. Und dann gebe ich erstmal ab. Ha, und ich lebe immer noch. Ja, noch. Ich lebe immer noch. Ja, damit komme ich jetzt aber nicht so weit. Ich normal beschwöre meinen Geistertrick Stein. Und dann decke ich meinen Geistertrick Yangshi auf und wollte gerne Stufe 2 und niedriger suchen. Ich suche mir ein Gespenst. Und dann setze ich die beiden einfach wieder. Ja. Und dann darfst du. Gut, dann ziehe ich meine Karte. Dann decke ich jetzt mal meine beiden Monster wieder auf. Und rufe als Normalbeschwörung meinen Vampirbewahrer. Auch den darf ich vom Friedhof speziell beschwören, indem ich eine Vampirkarte ablege. Und wenn er vom Friedhof, wenn er speziell beschworen wird, dann darf ich 500 Lebenspunkte zahlen, um meine Vampirzauber der Falle vom Deck hinzuzufügen. Oh, jetzt eine Nageldecke. Leider nicht, leider nicht. Ja, das wäre ein bisschen sehr mies.
So, der Stein hat auch 0 Verteidigungspunkte, ne? Der Stein hat auch 0 Verteidigungspunkte. Das ist sehr schön. Dann gehe ich mal in die Battlephase. Ja. Dann greife ich mit dem Linkuribo deinen verdeckten Stein an, der in der Mitte liegt. Ja. So, weil er zerstört wurde, darf ich dann den Effekt von Gespenst benutzen. Mhm. Es verdeckt setzt so eine Karte ziehen. Mach mal. Das Gespenst hat auch 0, ne? Das Gespenst hat auch 0, ja. Ja, dann kommt mein Vampirbewahrer oder ein Gespenst mal besuchen. Ein Ausgespenst. Mhm. So. Dann habe ich noch einen Vampir Sheridan, der einmal deinen verdeckten Yang Shi knutschen möchte. Verdammt, ich habe nicht noch ein Gespenst im Friedhof. Ich habe schon 3 im Friedhof, das hätte ich mir jetzt noch einen suchen können. Der aber ich suche es trotzdem nochmal. Mhm. Ist der Effekt gerade once per turn? Nein, ist er nicht. Okay. Schön zu wissen. Jetzt habe ich gleich nur noch Karten, die dich ärgern, wie verbergende Schwerter oder sowas. Kann ich ja nur noch die ziehen. Ich nehme mal die Geistertrick Mary. Die ist aber hard once per turn. Mhm. Ist mein Yangshi leider tot. Tja. Tja, und dann möchte ich als nächstes mal noch mit meinem Nekrodrachen vorbeikommen. Wir haben übrigens gerade insgesamt 8 Monster auf den Friedhöfen, plus nochmal die 4 auf dem Feld, sind also 12. Okay, dann aktiviere ich mal den Effekt der Laterne. Oh. Ja, kann sie wieder setzen, dann Angriff annullieren. Na gut, dann kommt der zweite Dampier noch vorbei und jagt die Laterne vom Feld. Ja. Und ich bin immer noch. Das ist schön. Nicht zu fassen, ey. Unglaublich. Und wenn ich jetzt eine Nageldecke ziehe, dann fängst du hoffentlich an zu weinen. Und dann bist du dran. Gut. Das ist keine Nageldecke. Das ist ein wenig... schön. Ja, es ist schade. Ich setz mal... Ja, ich kann ja nicht normal beschwören, okay. Ich setz 2 Karten, dann bist du. Dann ziehe ich meine Karte. Ach, nett. Ich beschwöre mal noch einen Vampirbewahrer. Na klar. Battlephase. Ja. Angriff mit dem Dampier Vampir Sheridan. Ja, dann darf ich wieder suchen mit Yangshi. Ja, dann such dir mal ein Level 1 Monster. Ich hoffe, ich hab noch was. Ja, ich hab noch eine Laterne. Boah. Einfach im Grunde 2 Angriffe aufhalten kann. Das ist voll gut. Ich greife mit Linkuribo an. Du hast den Angriff von Linkuribo, der ist okay. Das habe ich mir schon gedacht. Na gut, dann kommt mein Vampirbewahrer mit 1200 Punkten mal vorbei. Das ist doof, der kommt nämlich am Ende dann noch durch. Ja, ist okay. Dann aktiviert sich nämlich der Effekt von Mary. Mhm. Darf ein Monster aus dem Deck Reserve schwimmen. Mhm. Meine Fee. Der hat. Die Fee hat wie viele Punkte? Ich glaube 1000. 1000? Okay, Angriff mit Vampirbewahrer. Ja, dann aktiviert sich der Effekt der Fee. Ich darf eine Geistertrickkarte vor dem Deck setzen, vor dem Friedhof setzen. Und dann darf ich so viele umdecken, wie ich verdeckte Karten besitze, kontrolliere. Ah, ist das witzig. Ich setze Yangshi. Und dann setze ich einfach die 3. Den Friedhof nicht mischen, aber die Fee geht dann wieder auf den Friedhof. Du machst mich fertig, du. Was, das ist witzig. Main 2, ich darf die beiden aber wieder aufdecken, weil die nicht angegriffen haben. Das stimmt. So, jetzt einmal Link 6 oder so. Ein Link 5, fünfköpfiger Link 3. Dann weine ich. Obwohl. Link 4 Apollosa, da steht da. Das wäre jetzt witzig gewesen. Ja, Spyro, so langsam ist er beim Retten aber vorbei. Also es geht ja leider das Material aus. Komm, ich mache eine Link-2-Beschwörung. Winziger Hexenlehrling. Ich hätte ja gerne eine Vampir-Saugerin beschworen, aber die braucht 2 Zombie-Monster. Deswegen rufe ich meinen Albtraum-Ritter Phönix. Oh. Ist die Frage, ob ich den Effekt aktivieren möchte. Ja, ich werde die Karte und möchte sie ganz zerstören. Nein, aktiviere ich dunkles Opfer. Falls du eine Karte oder einen Effekt aktivierst, der oder die eine von meinen Karten eine oder mehr auf dem Spielfeld zerstören würde, mhm, kann ich den Effekt annullieren, ein finsternes Monster Stufe 3 oder niedriger vom Deck auf den Friedhof legen. Echt jetzt? Mhm. So viel ist da nicht mehr drin. Oh, mein letztes Monster! Ei, alles klar. Oh, die kommt aber dann so runter. Alto Belli, ey. Ach du grüne Neune. Uff. So, das war's jetzt mit Monstern. Ja, dann beende ich meinen Spielzug. So, jetzt Nageldecke, Topdeck.
Nein, das war nicht die Nageldecke. Mann. Ich aktiviere meine Geister durch Villa. Die bringt mir jetzt auch noch so viel. Das ist. Ja, nee, dann bist du leider dran. Dann zieh ich meine jetzt Karte. Jetzt ist vorbei mit. Schluss mit lustig. So, Vampir, Dampir Sheridan und Vampir Jäger. So, und jetzt heißt es, alle Truppen Sturmangriff, Battlephase, Angriff mit dem Nekrodrachen. Auf meinen Yangshi? Nee, auf die Lebenspunkte. Ah, nee, du darfst direkt angreifen. Wegen der Villa, ja. Ja, dann, ich könnte das verhindern. Ja, mache ich. Geistreich Laterne. Ich annulliere deinen Angriff. Dann greife ich die mit dem Dampir Vampir Sheridan dann direkt kann an. Das reicht dann auch. Ich habe keinen Monster mehr. Das kann ich nicht so machen. Gott sei Dank. Ja, 1 zu 1. Ja, es kommt noch ein Duell, Dirk. Ja. Deswegen macht es auch so viel Spaß, gegen Geistertrick zu spielen. Ja, das dauert auch überhaupt nicht lange. Nein, überhaupt nicht. Die beiden Nageldecken waren direkt miteinander. Kuscheln die schon wieder miteinander? Ja. Das war witzig. Aha. Das war echt gut. Wasser. Jetzt meckert die Kari wieder. Und meckert so oder so auch von mir. Also. Ja, das ist richtig. Das ist nichts Neues. Tja, und Kari hat wahrscheinlich versehentlich Alt-Shift gerade gedrückt, deswegen ist ihre Tastatur jetzt auf Englisch. Prost, Kari. Ja, Christian, mir macht's auch Spaß, Dirk zu nerven. Hashtag Dirkquellen, bitte. Den brauchen wir jetzt nochmal. Und das Deck funktioniert besser, als ich erwartet habe. Also das ist, ich glaube, ich kann es doch schon so ein bisschen, weil Kombos braucht man da ja nicht, man muss einfach nur... Einfach nur nerven. Ja, einfach nur nerven. Dirks Hydro-Haushalt, ja, mit der Maske, da läuft kein Wasser aus. Das ist richtig. Läuft an der Seite runter, so hier von oben von der Stirn runter und so wieder in den Mund rein. Ja, verschwindet kein Wasser. Ja, das ist ein Kreislauf. Ja. Genau, Hashtag Kari loben, machen wir auch mal eine Runde. Huki Maki, da können wir gleich in der Pause drüber reden. Genau. So, wer soll denn anfangen? Ich würde gerne anfangen. Ja, dann leg los. Hui. Ich aktiviere mal Geistertrick Villa. Mhm. Ist alles nicht so schön hier. Ich setze aber mal ein Monster und aktiviere meine Verlockung der Finsternis. Mhm. Ist das okay? Das mach mal. Gut, dann kann ich... Boah, eigentlich muss ich die verbannen, weil die gefährlich ist. Dir Karten zu millen, das ist zu gefährlich. Nee, dann brauche ich das Skelett und leider muss ich dich dann schon dran lassen. Ich habe sonst nichts, um dich aufzuhalten. Mach mal. Gut, dann ziehe ich meine Karte. Oh, das ist nett. Danke, Kari, dass du die Mods lobst. Mhm. Ein Lob an alle drei. Ich muss jetzt mal sagen. Zwei davon sitzen gerade im Stream. Genau. Ach, das ist schön. Ja, dann machen wir das doch mal folgendes. Ich möchte gerne meinen Jacob Bolan einmal Spezialbeschwörung beschwören, indem ich ein Zombie-Monster abwerfe. Und dann nehme ich doch mal meinen Vampir-Rotbaron an der Stelle. Oh, ich mag den Bolan. Das ist der ist echt gut, ja. Dann rufe ich jetzt nochmal Beschwörung meinen Vampir-Zauberer. Solltest du ihn auf den Friedhof legen, dann darf ich meine Vampir-Zauberer-Falle oder ein finsternes Vampir-Monster von meinem Deck auf die Hand nehmen. Und ich kann diese Karte vom Friedhof verbannen, um ein finsternes Vampir-Monster in diesem Spielzug ohne Tribut als Normalbeschwörung zu beschwören. Okay. So. Dann möchte ich gerne mal in die Battle-Phase gehen. Ja. Und dann greife ich mit Jack O'Bolan mal dein verdecktes Monster an. Nee, darfst du nicht. Ich glaube, die direkt an. Okay. Ja, für 750 Schaden. Ja. 7 plus 500. Ups! Dann greift mein Vampir-Zauber deine Lebenspunkte direkt an. Ja. Dann gehe ich in die Main-Phase 2 und werde auch eine Karte verdeckt setzen und dann darfst du mal. Dann ziehe ich doch mal. Aha. Die wollte ich jetzt nicht unbedingt. So, der Jacob Roland kann sich selber verbannen, um den Baron wiederzuholen, in meinem Spielzug. Der Zauberer, was kann der denn noch? Nur wenn du nach dem Friedhof fliegst, dann suche ich mir was und, Okay. Tja.
Durch Karteneffekt oder durch Kampf? Spielt keine Rolle. Nur durch die eine Karte des Gegners. Ich habe nichts, was irgendwas von dir verdecken kann. So ein Pech aber auch. Ja. Ich sehe das als Pech. Ich setze noch mal eine Karte und dann muss ich leider dich dran lassen. Oh, dann ziehen wir mal eine Karte. Das nicht. Ich aktiviere einer für einen und trenne mich dafür von meinem Vampirbewahrer und würde gerne ein Level 1 Monster beschwören wollen. Mhm. So eine aufblühende Blüte zum Beispiel. Ja, genau. Oh, jetzt kannst du Synchro 8 machen. Cool. Abgefahren. Ich könnte sogar eine Synchro 12 machen. Naja, aber Synchro 8 wäre jetzt cool hier. Chaos beherrschender Drache und dann einfach 5 Millionen oder 4. Na gut, ein Beelze macht jetzt nicht gerade ganz so viel Spaß. Ein Beelze macht nicht ganz so viel. Den setzt sich einfach verdeckt. Ist ja auch weg. Ja, Simo, ich glaube, Dirk, der wird immer so bleiben müssen. So. Nee, wir machen das ein bisschen anders. Ich mache eine Link-2-Beschwörung. Interessant. Das kannst du die Vampirsaugerin beschwören. Korrekt. Dann Effekt von der Blüte. Ich möchte gerne ein Zombie-Monster der Stufe 5 oder höher von meinem Deck auf die Hand nehmen, indem ich die Blüte einmal entferne. Das ist okay. Und da gönne ich mir... Oh, der Rainbow, der ist ziemlich böse. Der ist mystische Miene verkleidet. Vampirgraf. Das ist gruselig. Ups. So. Dann nutze ich mal den Effekt von meinem Vampir-Zauberer und darf in diesem Spielzug ein Vampir-Monster ohne Tribut als Normalbeschwörung beschwören. Ich denke... Also bin ich? Ja, ich nehme den Vampir-Scharlachgeist. Ja. So, dann gehe ich mal in die Battle-Phase. Ja. Und dann greift... Also, den Effekt der Vampir-Saugerin wollen wir natürlich nicht vergessen. Ach, nee, geht nur, wenn ein Vampir vom... ein Zombie vom Friedhof beschworen wird. Genau. Genau. Ich dürfte theoretisch jetzt auch ein Zombie von deinem Friedhof auf deine Spielfeldseite beschwören, aber da liegt gerade nicht so viel drin, deswegen. Ja. Gut, da gehe ich mal in die Battle-Phase. Ja. Dann greife ich als erstes mal mit der Vampirsauger deine Lebenspunkte direkt an. Das ist okay. Dann kriegst du 800 Punkte Schaden. Ja. Als nächstes greift mal der Jack O'Bolan deine Lebenspunkte an. Das kann ich leider nicht verhindern. Oh oh. Ja, dann kommt meine Vampir-Scharlach-Geißel für 1100 Punkte Schaden. Ja. Da kann ich jetzt aber dann am Ende den Effekt meiner Geister-Trick Mary drauf machen. Nehme ich die abwerfe und dann ein Monster vom Deck spezial beschwören. Dann aktiviere ich die Vampir-Herrschaft, annulliere den Effekt einfach und bekomme dann noch die Lebenspunkte in Höhe der Angriffspunkte von der Mary. Wow, jetzt kriegst du 100 Lebenspunkte. Na, besser als gar nichts. Mhm. So darf ich den Vampir-Monster kontrollieren oder so? Und genau, habe ich ja, Vampir-Scharlach-Geißel. Alles klar. Dann aktiviere ich noch den Effekt in der Battle-Phase von Jack O'Bolan und möchte gerne den Vampir-Rotbaron vom Friedhof zurückholen und den Kollegen einmal verbannen. Ich muss das nicht nur in meinem Spielzug machen. Während der Mainphase deines Gegners. Schade, hast Glück gehabt. Wieso Glück? Sonst hätte es doch mal richtig wehgetan. Ach, was, nur so ein bisschen. Ja. Ah, ich habe auch den Effekt von der Geißel vergessen, sonst hätte ich den Baron direkt zurückholen können. Naja. Muss die Geißel dafür nicht vom Friedhof beschworen werden? Sie muss nur nochmal durch Spezial beschworen werden. Okay. Siehst du, ich bin mit dem Deck noch nicht so wirklich für. Was ich aber machen kann, ist jetzt in der Main-Phase 2 den Effekt von meinem Vampir-Bewahrer mal zu aktivieren. Ich trenne mich dafür von meinem Vampir-Grafen und beschwöre meinen Vampir-Bewahrer. Mhm. Und dann zahle ich jetzt 500 Lebenspunkte und möchte mir gerne einen Vampir-Zauber oder eine Vampir-Falle von meinem Deck auf die Hand nehmen. Okay. Ich glaube, es ist dieses Blutspende-Ding. Das ist ja wieder Lebenspunkte, ihr Gauner. Ich glaube, das ist auch mit die beste Karte, die ich mir so gerade suchen könnte. Kari, sag mal, mit welchem Dirk spielst du eigentlich? Oder mit welchem Dirk spielst du hier so im Stream? Viel zu nett, um davor Angst zu haben. Hast du mal gesehen, wie groß der ist? Aber ja, der erste Treffen mit Dirk, da waren wir sofort sympathisch, aber als ich den erste Mal gesehen habe. Bei seinen Locals, das war witzig.
Ja, ich. Solche Geschichten kann man noch im Lava-Stream nochmal erzählen. Mhm. So, dann hole ich mal meinen Vampir Verlangen. Die macht nämlich auch lustige Sachen. Ich kann einen der beiden vollen Effekte aktivieren. Ich kann ein offenes Monster wählen, das ich kontrolliere, ein Vampirmonster auf den Friedhof legen und damit die Stufe von dem gewählten Monster einmal ändern. Oder ich wähle ein Vampirmonster am Friedhof, lege ein Monster, das ich kontrolliere, auf den Friedhof und beschwöre dann einen Vampir von meinem Friedhof. Ja. Okay. Da. Ich glaube, das mache ich jetzt aber mal noch nicht. Gut, ist gut. Oder? Nee, das will ich nicht, weil das Problem ist, der Vampirwahrer wird für mich verbannt, wenn er das Spielfeld verlässt. Mhm. Das heißt, den kann ich nicht auf den Friedhof legen. Tja. Und ich habe die Vampirsaugerin vergessen, weil nämlich der Vampirbewahrer beschworen wurde. Na, egal. Ja, den Kahnvorteil brauchst du auch nicht. Du bist dran. Meinst du? Ja, klar. Jetzt kriege ich den Yangshi. Ich muss mal eben was überprüfen. Aha. Was kann der denn so? So schön ist das nicht. Das ist einfach eine Link 4 oder sowas. Wo sind... Oh. Ich hätte da vielleicht einen Abramax reintun sollen. Das wäre jetzt sogar möglich. Zu spät. Ja, stimmt. Ich habe, glaube ich, nicht mal einen dabei. Ich glaube, mein Rucksack ist im Moment gar keiner. Schade. So ein Pech aber auch. Ja, so ein Pech aber auch. Typisch Dirk. Der passt auch nicht zu einem Horror-Deck, der Abramax. Also von das daher. Stimmt, das stimmt. Aber die Karte hier, klar, die passt auch in Horror. So süß wie die ist. Die passt da nicht rein. Da kann ich wirklich tatsächlich leider nicht viel machen. Ich setze wieder ein Monster und muss leider dich dran lassen. No, das hört man auch gerne, wenn es sich jetzt mal kann. Ja. Ich beschwöre mal meinen Vampirjäger. Wenn der gegen ein finsternes Monster kämpft, dann zerstöre ich das Monster am Beginn des Damage Steps. Ich glaube, ich werde aber jetzt ein bisschen was anderes machen. Ich aktiviere mal mein Vampirverlangen. Ich wähle meinen Vampirgrafen im Friedhof und meinen Vampirjäger möchte ich dafür gerne auf den Friedhof legen, um den Vampirgrafen zu beschwören. Okay. So, und wenn der Vampirgraf spezial beschworen wird, darf ich jetzt einen Kartentypen benennen, Monster, Zauber oder Falle, und du musst eine Karte von dem genannten Typen auf den Friedhof legen. Vom Feld oder von der Hand? Vom Deck. Vom Deck? Mhm. Leg mal ein Monster vom Deck auf den Friedhof. Jetzt will er mich hier Deck ausdünnen. Skelett. Mhm. Dann machen wir mal eine Synchro auf 7. Oh nice, wir haben Zombie in den Friedhof gelegt. Ist egal, die 100 Punkte. Darauf kommst du jetzt gleich nicht mehr an. Und ich habe den Vampir sogar schon wieder vergessen. Mhm, oh, ich bin so blöd. Stimmt. Rotäugiger Zombie-Nekrodrache. Ja. Tja, dann würde ich mal sagen, aufwendige Tümmel, Battlephase. Ja. Angriff mit der Vampirsaugerin auf das mittlere Monster. Darfst du nicht. Ach ja, dann greife ich dich direkt an. Ja, musst du wohl leider. Ja. Ich glaube, das überlebe ich nicht. So, nichts zum Schutz. Trotzdem, das. Nee, hab ich leider nicht. Das ist das Problem. Okay, dann greife ich mit Jacob Bolle für 750 Punkte an. Das wird eine enge Kiste. Mhm. Nee, wird's nicht. Vampir-Schadlochgeißel für 1100 Punkte. Das sind nur die Angriffspunkte von dem Ding da hinten nicht zu zählt. Das verliere ich trotzdem, Dirk. Ja, das ist richtig. Also das wäre jetzt genau, wenn du die Angriffspunkte nicht dabei rechnest. Ja, okay, dann greife ich dich mit dem auch direkt an. Da kann ich leider nichts machen. Ich habe hier noch Gespenster, Feen und. Ah, schade. Stein und Fee und Yangshi habe ich jetzt als letztes noch nachgezogen. Das ist natürlich ärgerlich. Es ist ein wenig zu viele Monster. Oh, ja. Ach ja, so eine Nageldecke wäre noch wieder schön gewesen. Oder wieder verbergende Schwerter oder so. Ja, damit geht das mit schon an mich, würde ich sagen, ne? Ja. Leider wohl. Tja. Naja.
Geistertrick, durchaus ein potenziell nerviges Deck mit einer ganzen, mit einem ganz hohen Spaßfaktor, das auf jeden Fall. Ja, hat aber auch echt Probleme. Hat auch echt Probleme, wenn es zu viele Monster halt zieht und keine Zauber anfallen. Genau. Und nicht die richtigen Monster. War ein witziges Deck, die Vampire am Ende doch ein bisschen überlegen. Ja. Und ja, wir machen jetzt eine kurze Pause für den Chat und dann sehen wir uns hoffentlich morgen oder beziehungsweise dann gleich zu unserem dritten und finalen Duell des Halloween-Streams dann wieder. Macht's gut. Tschüss.